Hallo ihr Lieben, heute habe ich mal wieder einen Food-Haul und zwar war ich bei Penny einkaufen, habe hier einen ganzen Korb vor mir, der voll ist und ja, jetzt zeige ich euch mal die Sachen. Fangen wir mal mit Obst und Gemüse an, würde ich sagen, und zwar einmal eine große Zucchini, dann haben wir hier Blaubeeren, also Heidelbeeren, die sind auch immer sehr lecker, eine Kaki, dann habe ich drei Kiwis mitgenommen, vier Zitronen müssten das sein, da versuche ich auch hauptsächlich immer Bioprodukte zu verwenden, bei den Blaubeeren hat das jetzt nicht geklappt, aber die Zitronen sind da meistens immer bio-vorrätig, genauso wie die Zucchini. Dann habe ich hier einen Chinakohl, den werde ich auch heute schon zubereiten für ein Wokgericht. Hier haben wir einen ganz normalen Eisbergsalat. Dann, genau, was habe ich hier? Hier habe ich noch Orangen mitgenommen, einen ganzen Sack voll. Sieht man das? Ja, einen ganzen Sack voll Orangen. Die Beutel hier übrigens, die sind ebenfalls von Penny. Da habe ich mal zwei oder drei Packungen gekauft, die waren im Zweier-Set verfügbar. Steht das hier auch drin? Genau. Hier ist auch das Etikett noch drinnen und die sind immer, also die sind sehr, sehr praktisch, sehr robust, finde ich, also richtig gut. Vor allem, wenn man ja jetzt einzelne Produkte jetzt wie Kiwis oder Zitronen kauft, da kann man die dann gut hier reinpacken und ja, auch zuschnüren und tragen, also sehr, sehr gut. Dann habe ich hier noch ein weiteres Säckchen mit Kastanien, also Esskastanien, Maronen, auch sehr lecker, habe ich jetzt auch schon dreimal nachgekauft in den letzten Wochen, seitdem es die gibt. Und ja genau, dann haben wir hier noch Kohlrabi, auch super lecker, vor allem jetzt zum Abendessen, zum Brot, also einfach ein bisschen dazu schneiden, schmeckt ja wie Radieschen, kann man sagen, und ist auch immer super lecker und gesund. Dann habe ich hier noch frische rote Beete mitgenommen. Da mache ich auch oft Salat draus. Wenn ihr da das rote Beete-Salatrezept benötigt, das habe ich auch schon online gestellt. Das ist aber schon ganz, ganz viele Wochen oder Monate alt sogar. Da müsst ihr einfach mal runterscrollen in den Videos. Da habe ich ein super leckeres Rezept für einen rote Beete-Salat drinnen. Und da gehe ich sehr, sehr schnell. Ich glaube, das war es mit Gemüse und Obst. Dann, wo machen wir weiter? Ja, einfach mal irgendwo querbeet. Ich habe zwei Packungen passierte Tomaten wieder mitgenommen. Genauso wie, wo sind meine stückigen Tomaten? Genau, hier meine stückigen Tomaten. Also stückige Tomaten und passierte Tomaten, sowas nehme ich irgendwie jedes Mal mit. Auch wenn ich noch zu Hause ein, zwei Packungen habe, nehme ich die trotzdem mit auf Vorrat. Denn das geht immer sehr, sehr schnell weg für Soßen oder sämtliche andere Gerichte. Ja, muss man immer zu Hause haben. Außerdem auch Bambussprossen, da ich ja auch viel asiatisch koche und ja, da kommt das auch immer mit zu dem Reis hinein in die Reispfanne bzw. Wokpfanne. Dann genau, dicke Bohnen, auch sehr lecker. So wie Sojasauce, die ist ausgegangen, deswegen habe ich hier wieder ein neues Glas Sojasauce mitgenommen. Eine ganz normale Packung Weizenmehl. Dann habe ich hier Bio-Kichererbsen. Die muss man, also die sind zum selber kochen. Da versuche ich auch meistens, wenn es die Zeit hergibt, die selbst zu kochen, die Kichererbsen. Und ansonsten natürlich ja, aus der Dose die fertigen. Das geht ja dann natürlich ruckzuck. Aber hin und wieder ja, lohnt sich das auf jeden Fall, den auch selbst zu kochen. Natürlich auch noch gesünder, wenn die nicht eingelegt sind. Und dann habe ich hier noch grüne Currypaste mitgenommen. Die ist auch ausgegangen. Rote habe ich noch zu Hause. Hier noch ein bisschen was knabbern und zwar ganz normale Mandeln. Und Datteln, die kann ich auch empfehlen. Also diese Datteln hier sind sehr lecker von der Penny-Marke. Was ist das? Genau, Simply Sunny. Die sind sehr gut, schmecken lecker. Dann habe ich noch Beluga-Linsen mitgenommen. Kann man auch gut für Salate, ich nehme Beluga-Linsen meistens immer nur für Salate her. Schmeckt auch lecker.
Dann haben wir hier Bio-Räuchertofu. Der ist auch gut und zu empfehlen. Außerdem habe ich was ganz Neues entdeckt. Zumindest habe ich es noch nicht gesehen. Also ich denke, es ist neu, vielleicht auch nicht. Vielleicht kennen das schon welche. Ich habe es jetzt das erste Mal gesehen. Aber ich gucke nicht so oft in dieses Fertigproduktregal rein. Bei Penny gibt es ja diese die Kühlregale. Ja, genau, Kühlregale. Und da ist ja meistens eh nur Fleisch und Käse etc. Und da gehe ich eigentlich immer nur schnell vorbei. Aber da gibt es auch dieses Fertigprodukteregal, wo auch so Pizzateig drinnen ist, ja, fertige Pasta etc., wo ich eigentlich auch immer vorbeigehe, da ich immer frisch koche. Aber wenn ich nämlich diesen Tofu mitnehme, der steht nämlich in diesem Fertigprodukteregal, und ja, und neben diesem Räuchertofu, da gibt es ja auch immer so vegane oder Veggie-Alternativen eben, also Fleischersatz. Ja, jetzt ist gerade meine Kamera wieder ausgegangen. Genau, also ich wollte sagen, und dieser Grünkernburger, den ich hier gefunden habe, der stand eben neben dem Räuchertofu, sonst hätte ich den hier gar nicht entdeckt. Also kann sein, dass ihn schon viele kennen. So sieht er aus. Ist natürlich vegan, und ich hatte erst mal hinten drauf geschaut, ob ich das überhaupt mitnehme, da ich Fertigprodukte sonst meide. Aber da ist jetzt nichts weiter drinnen, außer Soja, Tofu, Grünkern natürlich, Wasser, Mais, Karotten, Sonnenblumenöl, Zwiebel, Gewürze, Meersalz, Curry und Sellerie. Das Schlechte daran ist natürlich, dass da Rohrzucker drin ist. Eigentlich nehme ich nie Produkte mit, wo Zucker zusätzlich noch enthalten ist, zu den üblichen Produkten, wo von Haus aus schon Zucker drin ist. Aber ja, ich dachte mir, ich probiere das jetzt einfach einmal. Und ja, also. Ja, ich probiere es mal aus, ob es schmeckt, und dann kann man das ja vielleicht hin und wieder mal, wenn man Lust drauf hat, das auf ein Brötchen zu legen. So von Burger bin ich allgemein kein Fan. Also ich esse da diese Patties immer so einfach dazu oder auf ein normales, also meistens selbstgebackenes Brötchen dann, also Körnerbrötchen, aber diese Burgerbrötchen, ja, schmecken mir nicht so. Aber ja, wie gesagt, also wenn ihr das noch nicht kennt, ja, einfach mal ausprobieren. Ich kann dazu jetzt auch noch nichts sagen. So, dann machen wir weiter mit genau zwei Süßungsmitteln. Und zwar habe ich einmal Ahornsirup wieder nachgekauft und den Agavendicksaft. Auch sehr lecker. Der Agavendicksaft, also den Ahornsirup, nehme ich meistens für, ja, also zum Backen meistens her. Und den Agavendicksaft auch hin und wieder, aber überwiegend tue ich den in meinen Tee hinein. Ich trinke ja jeden Tag schwarzen Tee. Und da mache ich mir immer einen Schuss frische Zitrone hinein und eben einen Schuss von dem Agavendicksaft, da ich, wie gesagt, Zucker eigentlich generell komplett vermeide. Dann habe ich ein paar Backsachen mitgenommen, da ich nämlich jetzt morgen oder übermorgen Lebkuchen backen möchte. Da mache ich auch ein Video drüber. Also wenn ihr da Lust habt auf vegane Lebkuchen. Nee, das werden keine veganen, das werden vegetarische Lebkuchen, genau, weil es sind Eier drin. Aber wenn ihr da Lust auf das Rezept habt, könnt ihr auch die Tage mal vorbeischauen. Und da brauche ich eben gemahlene Haselnüsse, gemahlene Mandeln. Speisestärke benötige ich dafür nicht, aber die ist mir fast ausgegangen, deswegen habe ich diese auch mitgenommen. Dann natürlich für die Lebkuchen Oblatten. Das werden jetzt, wie man sieht, kleine Lebkuchen. Das sind ja diese Makronen-Oblatten. Da werden nämlich keine großen. Jetzt muss ich Mini-Lebkuchen machen. Und dann habe ich hier, aber auch nicht für die Lebkuchen, einfach Schokolade mitgenommen, wobei ich diese hier von Lindt auch immer zum Backen verwende, überwiegend aber für Kuchen. Die ist richtig gut mit 70% Kakaoanteil. Ja, das ist, finde ich, die beste Schokolade, also so jetzt zum, ja, zum Essen doch, aber auch vor allem zum Backen. Und was haben wir jetzt noch? Ein letztes Produkt, einfach nur, ja, ein Senfglas, und zwar von Hendlmeyer, also ein süßer Senf. Den gibt es hier jetzt anscheinend auch in einer Bio-Variante. Ja, keine Ahnung, ob der jetzt vorher nicht Bio war. Aber ja, irgendwie eine neue Verpackung. Ja, mal gucken, ob es da einen Unterschied gibt. Und ja, das waren alle Sachen, die ich jetzt gekauft habe. Das ist so ein, ja, ein halber Wocheneinkauf. Viele Produkte waren noch zu Hause, deswegen habe ich nicht ganz so viel nachkaufen müssen. Nur so ein paar Dinge, die ich gebraucht habe. Ja, ich hoffe, euch hat der kleine Haul gefallen. Vielleicht habt ihr ja ein paar Produkte gesehen, die ihr noch nicht kanntet und ja auch mal ausprobieren wolltet. Wie zum Beispiel jetzt diese Patties oder andere Dinge,
Ja, also ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin.